Hallo und herzlich willkommen zu den Varro 4 News. Wir haben schon zu Varro 3 News gemacht, die ziemlich gut bei euch angekommen sind. Und bevor wir mit den News starten, muss ich noch sagen, das kann sich alles noch ändern. Es ist noch nichts fix und jetzt starten wir mal mit den News. So, wie German Let's Play schon gesagt hat, Varro 4 wird dieses Jahr leider nicht mehr stattfinden. Da Varro 3 ja nicht allzu lange her ist, wird es dieses Jahr nicht mehr stattfinden, weil das wäre wirklich zu nahe beieinander. Stimmt's? Ja, ich finde das auch ziemlich gut so, weil ich finde einfach zweimal im Jahr Varro, das ist zu viel, sonst wird man übersättigt von ganzen Varro-Folgen, weil es ja dann doch ein länger andauerndes Projekt ist. Ja, deswegen finde ich das ziemlich gut. Was ist eure Meinung? Ab in die Kommentare damit! Mehr kann man auch gar nicht mehr zu Varro 4 sagen. Das Einzige, was vielleicht sein könnte, dass der Lukas, wer ihn nicht kennt, der Rapper, wer ihn nicht kennt, einfach mal auf Ungram gehen, auf seinen Kanal, auf Ungespielt und bei Varro 3 nachschauen. Der hat, glaube ich, das Intro seines Songs verwendet. Ja, das kann natürlich sein und ja. Wir wissen auch nicht, wann wir die nächste Folge Varro News machen werden. Da zwar das Projekt selber 2016 stattfinden wird, allerdings natürlich News schon noch 2015 gedroppt werden könnten. Wir werden natürlich so schnell wie möglich, also sobald wir es erfahren, euch sagen, wann Varro 4 starten wird. Voraussichtlich irgendwann Mitte 2016 wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Es kann aber auch sein, dass es erst wieder in den Sommerferien ist. Es kann auch sein, dass ich auch wieder wirklich spät mache. Ich denke, es ist Februar 2016. Wäre natürlich auch möglich. Aber wir halten euch auf den Laufenden. Also, wenn ihr Varro 4 News sehen wollt, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüssikowski. Oh, einfach so richtig krass drauf. Fühlt sich Kopfgeld so hinzugefügt. So fühlt sich also mal da. Ja. Willkommen dann zur dritten Mal.